der Lord Regent legt sich für die Boys ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Ups. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Okay. Oh, der schwebt gerade. Was sind denn das für Dinger? Das war viel zu einfach. Okay. J, drücken wir mal. Eine von den Boys ist schuldig, welche ist unklar. Mische dich unter die Gäste des Maskenballs, um die Person zu identifizieren. Alle klar. Moment. Katzi, willst du wieder auf Schoß oder was? Gehst du mal so. Okay, weiter geht's. Wo muss ich denn hin? Frage ich mich. Da sind Dinger. Samuel, mein Freund? Ich glaube, eine alte Frau, die sie Lumpengräfin nannten, lebte hier in der Gegend. Nur passend, dass eine Irre wie sie Lady Boyle als Nachbarin hatte. Okay. Interessant. Wie laufe ich jetzt? Wie laufe ich jetzt? Eine Karte wäre super. Kann ich da hoch? Nein. Vielleicht anders? So? Ja. Okay. Ach, auf die. Huch. So. Okay, hier knallt es aber auch ordentlich. Da ist einer von diesen Riesendingern. Der darf mich nicht sehen. Eigentlich eine interessante Maschine. Die gibt es ja heute. Heute gibt es ja schon solche Sachen. Wie diese Tall-Dinger. Okay, erstmal wieder ein bisschen herumforschen, herumgucken. Ich denke mal, darüber kann ich nicht. Aber interessant, wie das hier alles jetzt aussieht. Alles so verbarrikadiert. Gehen wir mal Schleichmodus. Ich gehe mal auf Auge. Ist da einer drin? Nein. Das sind Ratten. Ach, und da muss ich hin. Fire the Boils. Vielleicht gibt es hier ja noch was Interessantes. Mann, oh Mann, das sind ja wieder weitläufig. Achso, brauche ich nicht. Weitläufige Gebiete hier. Schleichen wir mal hier lang. Oh, eine Münze. Okay. Gibt's hier vielleicht in den Häusern wieder was Interessantes? Achtung, Bürger! Räumen Sie die Straßen! Dieses Gebiet steht auf Wunsch der örtlichen Hauseigentümer nur geladenen Gästen auf. Unautorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen oder an Ort und Stelle festgenommen. Okay. Aha. Dieser Ort macht mir Angst. Hat hier nicht die Lumpengräfin gewohnt? Wer? Die verrückte alte Dame? Man sagt, sie sei eine Edelfrau gewesen, bis ihre komplette Familie starb. Man sagt, sie habe sie an den Outsider verkauft.
Man sagt auch, mach deinen verdammten Job. Ich passe auf unheimliche alte Damen auf. Okay. Mach deinen Job, ich passe auf die Damen auf. Hm. Nein, 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 nein. Du hast nichts gesehen. Nichts gesehen. Ich wollte doch nicht entdeckt werden, verdammt. In Katzen, so. Ach, huch, Hilfe. Nein, da kann ich nicht durch. Erstmal schalten wir die Wache da aus. Komm mal mit. Was zum? Helft mir! Nein! Betäubung? Ja. Und schlaf schön. Oh, ein Kabelwerkzeug. Habe ich eigentlich genug? Ein Walöltank. Hat der vielleicht noch was? Nö. Okay, der hat mich zwar gesehen, aber egal. Der hat ein bisschen Kohle dabei. Das ist gut. Was ist denn das für ein Gedingse hier? So eine Art Waffe? Oder mehr so ein Ausguck? Kann man da irgendwas drücken? Oh, Kupferdraht. Moment, ich will da mal hoch. Da gibt's aber auch kein... Hilfe. Kein Dingen für Walöl. Aber... Achso, aufmachen kann man das auch nicht. Alles klar, dann ist er außer Betrieb. Gut, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Hier läuft ein Kabel lang. Nein, 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 nein. Hey, Kumpel. Schlaf schön. Ein Weiner. Ich glaube, ich sollte hier lieber ein bisschen vorsichtiger rumlaufen. Da war's. Vorsichtiger. Zigtausend Rad. Ui. Auf wen oder was schießt der? Alter. Ach, auf die Ratten. Gut. Mach mal. Der Typ liegt da. Schön feuchtfröhlich. Gibt es hier vielleicht irgendwas zu entdecken? Ja, mach mal Auge. Aber ich höre da irgendwas. Moment. Herzchen. Ah, siehst du? In der Akademie schneiden sie das Fleisch von den Toten und fangen die Blitze des Himmels ein. Oh, okay. Ah, siehst du, da ist wieder einer. Da liegt noch ein bisschen Gerümpel. Ich wollte sagen, gucken die Schatten da durch? Go away, he doesn't live here anymore. Okay. Er lebt hier nicht mehr. Wald 3. Ach, wieder so ein Ding vom Outsider. Trius, dreary, okay. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Okay. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht töten. Egal. Machen wir F5. Schnell speichern. Zack, zack, zack. Oh. Die Lung. Oh. Ich kann ihm nicht trauen. Man kann ihn nicht lieben, wenn man ihm nicht vertraut. Ich ziehe auch los. Meine Reisetasche ist gepackt. So düster, wohin man nur schaut. Ich kann es nicht mehr ertragen.
Hilfe! Okay. Ach, Kick. Ei, 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 den hat sie auch nicht zerfressen. Bäh. The Walking Dead. Mana. Ich mach mir mal gesund. Ui, ui, ui. Mit so richtig Spikes dran. Igitt, igitt, igitt. You wanted me to decide. You asked me to do it. There's a hole in the world. Also du wolltest, dass ich mich entscheide. Du hast mich gefragt, ob ich es tue. Da ist ein Loch in der Welt. Okay. Eigentlich wollte ich die ja einschläfern, aber naja. Zing. Unterwegs zu einer Feier, Corvo. Davon hast du also geträumt? All die Monate im Gefängnis von Caldridge, während du auf den Henker gewartet hast? Reichtum, schöne Frauen in der neuesten Mode, Gelächter und tivianischer Wein und dann die Gastgeberin Lady Boyle. Ich sehe all ihre Tage und weiß, entweder stirbt sie heute durch deine Hand oder sie verbringt Tage, Monate und Jahre fernab, während ihre feine Kleidung zu Lumpen zerfällt und ihr seidiges Haar stumpf und grau wird. Die halbe Stadt sieht den Lichtschein der Feier und träumt von ihren Köstlichkeiten. Wirst du das alles zerstören? So oder so, es wird Lady Boyles letzte Feier. Okay. Hey Kumpel. Schlaf schön. Die hat auch nix. Gut. Ach Mensch, die Viecher patrouillieren hier. Interessant. Hm. Kann man den irgendwie erwischen? Da ist ja noch einer. Hm. Kann man eigentlich mit dem Maustasten? Gut. Huch. Ich meine, wenn ich den irgendwie anschieße, mit Pfeil oder mit Waffe, dann fällt er bestimmt oder explodiert das Ding bestimmt. Ah, vielleicht kann ich die aber auch geschickt umgehen. Hm, Geld. Gibt's hier nicht noch was Interessantes? Oh, da gibt's noch Zeugs. Okay. Ein Tallboy. Schießt mit Pfeil und Bogen oder sowas ähnlichem, wa? Interessantes Ding. Quietsch, quietsch. Ah ja. Vorbei und hatten eine ihrer... Oh. Na, du weißt schon. Eine ihrer Spieluhren. Sie hörte also mit dem Singen auf, als sie vorüberging. Und sie dachten, sie wäre eine Hexe. Du hättest es sehen sollen. Sie sind mitten durch die Rosen, haben sie niedergeworfen und dann zum Orden geschleift. Und sie sagen, wir wären dumm. Wir brauchten einen vom Regenten beglaubigten Schrieb, um sie freizubekommen. Aber seitdem ist sie nicht mehr die gleiche. Wundert mich nicht. Hab da so Geschichten gehört. Sie will nicht darüber reden. Eines Tages werde ich einen dieser Fanatiker auseinandernehmen. Und ich gebe dir Rückendeckung. Okay. Anscheinend gab es da wohl ein paar kleine... Wie sind die mich nicht? Ein paar kleine Unstimmigkeiten. Mit... einer Gefangenen. Okay. Der Bezirk der Anwesen. Alles klar, hier wieder was zum Lesen. Interessant. Federn. Der Hals da ist. Auge.
Oh, beinahe übersehen. Gibt ja Zeugs. Geld. Komme ich da wieder hoch? Moment, 7. Ja, alles klar. Ich will die Jungs ja eigentlich umgehen. Hüpf. Zum Verkaufen, ja.